Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 30 Jahre Kneipenterroristen von Böse Onkels in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 30 Jahre Kneipenterroristen von Böse Onkels, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist eine Neuaufnahme. Das ursprüngliche Album Kneipenterroristen der Bösen Onkels, das ist schon lange her, im Oktober 1988 erschienen. Und 2018 dann zum 30-jährigen Jubiläum dieses Releases wurde das Ganze dann neu aufgenommen, neu eingespielt. Jawohl, wir haben hier das Cover des Albums. Oben rechts lesen wir Böse Onkels. Dann haben wir hier die Schaufenster hier so in Rot und Gelb, mehr oder weniger die Kneipe. Dann hier ein Totenkopf zu sehen und hier eine Person, die hier gerade in der Tür steht. Ja, zumindest die Silhouette, so die schwarzen Konturen können wir sehen. Es ist bei dieser, also bei dieser Person handelt es sich um Rorschach von Watchmen. Und links 30 Jahre Kneipenterroristen zu lesen und Neuaufnahme. Das Ganze hier dann so mit so einem beigebraunen Rahmen. Auf der Seite lesen wir auch Böse Onkels Kneipenterroristen Neuaufnahme. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Hier sehen wir wieder dieses Fenster in Rot-Gelb. Dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. LP1 beinhaltet 6 Stück, LP2 auch nochmal 6 Stück. 3 davon sind Bonustracks, Ein guter Freund, Könige für einen Tag und Lügenmarsch. Speziell die 2 letzten Tracks, also Könige für einen Tag und Lügenmarsch, die sind ursprünglich auf der EP Lügenmarsch von 1989 drauf gewesen. Also die waren da regulär nicht auf dem Album. Dann haben wir noch einen Barcode, die Beteiligten. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So sieht das aus. Also wir haben hier links die ersten Tracks, die ersten 6 Tracks mit den gesamten Lyrics abgedruckt. Jawohl. Dann rechts die weiteren Lieder. Und dann haben wir hier noch die Infos zum Album. Also einerseits natürlich die Band, dann die einzelnen Credits. So sieht das aus. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Vinyls an. Das ist Nummer 1. Mehr ist hier nicht drin, die Taschen von innen in schwarz. Dann haben wir die zweite Tasche. Und die ist ebenfalls hier innen schwarz. Und mehr ist hier dann auch nicht drin. Also beide Taschen beinhalten eben die Vinyls. Sonst nichts weiter. So, wir haben Vinyl Nummer 1. Das ist diese hier. Also auch hier wieder dieses Artwork verarbeitet vom Cover, denn wir sehen hier nochmal das Cover etwas kleiner, etwas zentrierter. Und hier wieder die Person, also Rorschach, der hier gerade in der Tür steht. In Schwarz und Grau. Auf der Rückseite das Ganze so. Die Vinyl selbst ist dann klassisch in schwarz gehalten. Sieht so aus. Seite A, Neuaufnahme. Kneipenterroristen lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann Seite B. So sieht es aus. Gut, dann kommen wir zur zweiten Vinyl. Packen die mal wieder zurück. Also das Ganze kommt hier in bedruckten Papierhüllen. Vinyl Nummer 2. Ist diese hier, Seite C, das Cover, also diese Papierhülle, gleich bedruckt wie auch schon die erste. Dann lesen wir hier Seite C und auf der Rückseite dann natürlich die Seite D. Jawohl, also wie gesagt, 6 Tracks auf Vinyl Nummer 1, 6 Tracks auf Vinyl Nummer 2. Ich gehe mal stark davon aus, dass man das Ganze jeweils 3-3 aufgeteilt hat pro Seite. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal, zweimal, also die Doppelvinyl hier mit insgesamt 6 Tracks auf der einen, 6 Tracks auf der anderen, also 12 Tracks gesamt. Und das alles hier in dieser wunderbaren Vinyl Edition
30 Jahre Kneipenterroristen von Böse Onkels. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.